Hallo und willkommen zu den Showbox. So, heute im Infovideo dreht sich alles um nächste Woche. Und zwar nächste Woche startet die erste Live-Tour in Kyoto. Und ich würde mich freuen, wenn du da dabei bist. Und ja, der Ort, zu dem wir gehen, ist noch nicht entschieden. Das möchte ich euch entscheiden lassen. Es gibt 3 verschiedene Orte zur Auswahl, die zeige ich euch jetzt und ihr schreibt mir unten in die Kommentare rein, welchen Ort ihr am meisten sehen möchtet und der Ort mit den meisten Kommentaren, der wird dann besucht. Es startet natürlich auch noch auf Facebook ein weiteres Voting und ich sammle die ganzen Votings auf und wie gesagt, der Ort mit den meisten Bewertungen, der wird dann nächste Woche besucht. Wenn ihr möchtet, dann werde ich auch noch die anderen 2 Orte besuchen. Das hängt aber ganz davon ab, ob ihr das sehen wollt und wie gesagt, ja, wie der Zuspruch ist zur Live-Tour. Ich versuche natürlich mein Bestes zu geben und ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn du dann dabei bist. Alle weiteren Infos gibt's dann auf der Facebook-Seite. Deswegen würde ich sagen, wenn du nicht auf Facebook mich abonniert hast, klick auf Abonnieren. Ja, da bekommst du halt immer weitere Infos und dir bleibt nichts erspart, beziehungsweise bekommst immer alles mit. So, und jetzt zu den 3 Orten. Es steht zur Auswahl der Kinkakuchi-Tempel. Das ist ein Tempel, der komplett aus Gold ist. Also richtiges Gold, das ist nicht so Ziergold oder so, das ist komplett wirklich aus Gold. Ich hoffe, wir erwischen da einen schönen sonnigen Tag, dass der auch gut angestrahlt wird und dann scheint er euch ins Gesicht durch meine Kamera. Ich hoffe, das kommt gut rüber. Als zweites hätten wir dann den Bamboo Forest. Das ist ein Bambuswald, der sich ziemlich im Nordwesten Kyotos aufhält. Das ist ein Weg durch einen Bambuswald und links und rechts sind halt komplett zugewucherte Bambusbäume und es ist wie so ein Tunnelgang durch den Bambus. Es ist wirklich ein wunderbares Erlebnis und ich hoffe, das kommt auch so rüber auf der Kamera dann, wenn wir dorthin gehen sollten. Und ja, das ist auf jeden Fall eins der schönsten und sehenswertesten Dinge hier. Und als drittes haben wir den Inari-Schrein. Das ist auch einer meiner Lieblingsplätze hier in Kyoto. Der Schrein mit den 1000 Toren. Ich weiß nicht, ob es 1000 sind. Ich habe sie noch nie gezählt. Aber es sind die japanischen roten Tore, die zu jedem Schrein führen. Und ja, an diesem Schrein sollen 1000 von diesen Toren sein. Es ist wie so ein Tunnel, durch den du gehst. Aber alles ist in Orange und es ist wirklich 1A und sehr, sehr toll und ja, das ist auch eine Empfehlung von mir und wenn wir dorthin gehen sollten, ist es definitiv nicht verkehrt, weil es ist definitiv eines der größten Ereignisse hier in Kyoto und meisten Sehenswürdigkeiten hier in Kyoto. Ja, das sind die 3 verschiedenen Orte und ich würde mich freuen, wenn du mir das Feedback gibst, zu welchem Ort wir gehen sollen. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag, etwa morgens eurer Zeit in Deutschland, so um 8, 9, also es muss ziemlich früh sein, weil wir hier die Zeitverschiebung um 7 Stunden haben. Wenn bei euch quasi dann morgens ist, ist es bei mir schon abends und ich muss das noch irgendwie anpassen, dass ich ein bisschen Raum gehen kann. Deswegen muss bei mir so ungefähr 4 Uhr sein, dann haben wir so ungefähr eine Stunde Zeit, live durch den Ort zu gehen und das sollte definitiv reichen. Ja, und ja, das war es auch schon von mir für heute. Ansonsten habe ich noch eine kleine Info für den Kanal an sich selbst. Und zwar, heute startet ein neues Let's Play, Dark Omen. Das hat mich damals dazu gebracht, die Warhammer-Serie lieben zu lernen. Vor 23 Jahren ist es erschienen und ich habe es geschafft, dass wir das Let's Playen auf meinem Computer zu laufen bekommen. Und wie gesagt, es ist ein Spiel vor 23 Jahren, aber die Grafikverhältnisse von damals waren einfach grandios schon zu dieser Zeit. Und wenn dich interessiert, schau es dir mal an. Es ist wirklich sehr interessant und spaßig. So, und ich verabschiede mich hier, warte auf euer Feedback
Wir sehen uns wieder nächste Woche dann live in Kyoto. Und wie gesagt, wenn du Facebook noch nicht abonniert hast, geh auf die Homepage, da kriegst du immer alles weitere mit. Danke für den Support und bis zur nächsten Woche dann. Mach's gut, bis dahin, ciao, habt eine gute Zeit.